Wenn dir mal wieder der Durchblick fehlt, dann kann es durchaus sein, dass es an deinen Scheibenwischern liegt. Aber woran erkennst du, dass neue Wischerblätter fällig sind und wie häufig soll man wechseln? Nun, das kommt ganz darauf an, wie viel du mit deinem Auto fährst und wie stark es der Witterung ausgesetzt ist. Wenn die Wischerblätter Schlieren bilden, dann sind sie fertig. Außerdem kann der Gummi spröde oder gerissen sein. Dann heißt es runter mit den Dingern. Und zwar das Wischerblatt mitsamt dem Halter. Ersatz bekommst du beim Autofachhandel oder an der Tankstelle. Dabei musst du beachten, dass es verschiedene Arten von Scheibenwischern gibt. Doch welcher ist der richtige? Es gibt Scheibenwischer mit Bügeltechnik und Flachblattwischern. Flachblattwischer sind moderner und ruppeln weniger. Also unsere klare Empfehlung. Es gibt sogar Adapter für ältere Fahrzeuge. Aber egal, welche Wischerblätter du kaufst, die Länge ist entscheidend. Und zwar muss die zu deinem Auto passen. Auf der Verpackung der Wischer steht drauf, für welchen Fahrzeugtyp und welches Baujahr sie geeignet sind. Okay, der Wischer ist gekauft, aber wie geht's jetzt weiter? Es fängt damit an, dass du im Handbuch nachlesen musst, ob du die Wischerarme deines Autos einfach abklappen kannst. Eventuell musst du erst eine Wartungsposition einstellen. Dann legst du ein dickes Handtuch oder eine Decke auf die Windschutzscheibe, weil zurückschnellende Wischerarme die Scheibe beschädigen können. Also heb jetzt den Wischerarm vorsichtig an. Dann machst du dich mit dem Steck- oder Klemmmechanismus vertraut, mit dem die Wischerblätter montiert sind. Auf der neuen Packung ist dieser meist erklärt. Kleiner Tipp, nimm den alten Wischer ab und lege ihn in gleicher Position neben den Wischerarm. So weißt du, wie der neue draufkommt. Das neue Wischerblatt muss hörbar einrassen, sonst fliegt es später weg. Nun kannst du den Wischerarm vorsichtig zurückklappen und mit der zweiten Seite weitermachen. Und auch an den Heckscheibenwischer denken, denn auch der kann kaputt sein. Nun hast du wieder deinen Durchblick zurück und wenn du jetzt noch ein paar Tricks beherzigst, dann halten die Scheibenwischer diesmal vielleicht auch länger. Mach die Windschutzscheibe immer gründlich sauber, damit kein Fett- oder Rußfilm drauf ist, der die Wischleistung mindert. Bitte auch nicht über die trockene Scheibe wischen, das schadet den Wischerblättern und dem Glas. Und die Wischerblätter auch nicht anfassen oder reinigen, da ist nämlich bei vielen eine Graphitschicht drauf, die sonst verloren geht. Welche Wischerblätter sind dir lieber? Die mit Bügeltechnik oder Flachblattwischer? Schreib uns deine Erfahrungen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal und schreib uns deine Meinung unten in die Kommentare.